Hallo, danke für die Weihnachtsgeschenke, alle diese Gespräche. Da, ganz tief. Ganz tolle Sache. Ja. Du, das wird immer, das geht immer noch einen Schritt weiter, Toni. Ja, ja. Es geht immer noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter und du kannst, ich kenne so viel, was ich Sachen anspreche. Ich kann noch mal ganz kurz, wenn ich immer wieder sage, wenn was auftaucht. Du ärgerst dich, du bist in dieser Einseitigkeit. Ich habe jetzt, will jetzt nicht kennt so viel, jetzt wieder Udo-Beispiel bringen. Ich habe jetzt mein Windows komplett rausgeklopft, ne? Ich habe nur noch Linux. Bei der Mario und ihrem Computer haben wir nur noch Linux und bei mir auch. Und es hat riesen Umstellungsprobleme gegeben, nicht weil das Linux kompliziert ist, sondern weil meine Geräte so alt sind. Und bei den Laptops ist das Problem mit den Treiber. Das Linux, die alten Grafikkarten, wo wir drin haben, ja. Ich habe den von der Marion und meinen, die so super gehen, aber für die Grafikkarten, die Treiber von Linux, die machen für so alte Geräte, da muss ich ja nicht das programmieren, da ist ja keine Firma dahinter und da haben die keine Treiber dafür. Also die haben den nicht auf Linux umgeschoben, dass das angesprochen wird. Aber das ist einmal nebensächlich, was ich jetzt, das haben so hinfrimmelt bei meinen. Und mein Computer jetzt mit meinem Treiber, bei der Marion geht es, bei mir aber nicht. Da haben wir zwar jetzt einen Treiber draufgebracht, einen Linux, dass er läuft, aber der nimmt die Hardware-Beschleunigungskarte nicht und dadurch läuft mein Gebläse ja wenn mehr. Weil das muss der Rechner mitmachen. Ja. Das ist eigentlich das Einzige. Ansonsten ist das Ding super und problemlos. Das ist, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich habe das jetzt nur vorneweg gesagt. Ich greife mal ganz kurz nochmal auf. Das ist zwar angesprochen, aber ich merke, übrigens, Jan und Ariane sind da. Die waren, sind gestern gekommen, also plus vor heute auf morgen. Die legen noch. Die legen noch. Und jetzt machen wir nochmal, wenn dann was denkst, auch der Welle auf. Okay? Ja. Das ist eigentlich nur, wenn man das einmal hört, es ist zu viel, aber wenn dann was denkst, auch der Welle auf. Okay. Und jetzt wissen wir, egal ob ich jetzt dann hell, ist jetzt hell oder dunkel, ich bleibe bei dem Beispiel mit der Brille. Sobald ich an meine Brille denke, gibt es zwei Zustände. Das habe ich jetzt zigfach durchkauft. In dem Moment, wo ich an die Brille denke, habe ich die entweder auf und ich sage, die ist verschmiert oder was auch immer. Oder ich habe sie nicht auf. Ja. Ist ja auch ein Gedanke an die Brille. Wo ist meine Brille? Das habe ich angesprochen. Das sind die zwei Seiten. Und wenn die zwei Seiten da sind, sind nochmal zwei Seiten da. Ja. Und ja, das habe ich versucht darzustellen mit den Sehen. Das heißt, wenn ich jetzt bewusst mir Gedanken mache, was sehe ich jetzt? Dann habe ich zwei Seiten. Ich denke zuerst einmal, dass ich etwas sehe. Und sehe ich das jetzt oder sehe ich es nicht? Da ist ein, ich sehe es und ich sehe es nicht, ist wie Wellenberg und Wellental. Den Wellenberg sehe ich und das Wellental sehe ich eigentlich nicht, weil man immer bloß den Berg anschaut. Ja, genau. Wenn ich jetzt das als Berg und Tal nehme. Mhm. Wenn ich jetzt hell und dunkel aufspanne, sehe ich ihn wieder hell oder dunkel. Ja, ja. Mhm. Wenn ich jetzt an mein Körpergefühl denke, dann ist es, dass ich mich gesund nenne, das ist der Normalzustand, oder ich nenne mich krank. Gesund und krank. Mhm. Der Normalzustand ist aber die Heiligkeit, wenn du eben nicht diese Welle aufschmeißt. Ja, genau. Okay, und wenn ich jetzt zwei Seiten habe, sind automatisch nochmal zwei da. Immer denken die ja positiv, die ja negativ. Wir müssen, was auf der Leinwand ist, müssen wir zuerst nochmal haben im Hintergrund gespiegelt. Mhm. Das einfach auszudrücken. Ja, ja. Mhm. Und jetzt haben wir das, wenn ich jetzt was sehe, kann ich mir jetzt erst einmal Gedanken machen, ich mache die zwei Seiten, sehe ich es feinstofflich oder sehe ich es auf der Farbbrille? Ja. Mhm. Das kann ich mir bewusst machen, ob es jetzt eine reine, beides ist eine Information. Ja. Das ist ganz wichtig. Dann kann ich also Sachen sehen, die ich eigentlich gar nicht sehe. Mhm. Ich kann mir jetzt feinstofflich ein Atom oder Wassermolekül vorstellen, was ich mir auch immer bei H2O denke, Bündchen oder egal was. Dann sehe ich etwas, was ich eigentlich auf der Farbbrille gar nicht sehen kann. Ja, ja. Ich sehe aber auch auf der Farbbrille Sachen, die ich eigentlich gar nicht sehe. Wenn du zum Beispiel Fernsehen schaust, dann siehst du in der Regel nicht den Fernseher. Oder wenn du Zeitung liest, siehst du die Zeitung eigentlich gar nicht, sondern du siehst bloß das, was wieder feinstofflich ist. Du siehst auf der Farbbrille Sachen, die dir eigentlich gar nicht bewusst sind. Jetzt können wir noch mehr machen, dass du auch Sachen sehen kannst, die man nicht sieht. Das habe ich beim Heiko angesprochen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe jetzt in den Keller. Da ist nur das Wort Keller da, aber was sehe ich eigentlich, wenn ich an der Kollektion denke? In der Regel baue ich kein Bild auf. Na, so ist es. Ist jetzt wieder, jetzt können wir dieses alte Beispiel nehmen, ich denke nacheinander nach 30 Gegenstände, dann wird immer ein Wort in mir auftauchen und ich mache das Bild dazu.
Jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, dass das nacheinander kommt, aber das Wort, schon das Wort Wort ist ein doppelt aufgespannter Ort. Und wenn ich Or das O mit 70 schreibe, dann habe ich hier 70, 200, dann habe ich eine erweckte Erscheinung. Und der ist immer, die erweckte Erscheinung ist das, was ich immer mache. Ich denke an die Brille, ich frage mich, was sehe ich jetzt eigentlich? Und dann haben wir, ich mache jetzt einfach nur das One-Night-Stand-Beispiel, dass der Sinus, den wir immer nur zuerst einmal Zwellenberg und Dahl sehen, ja eigentlich aus dem Einheitskreis herauskonstruiert, herausgedacht wird, wo immer die vier Phasen gleichzeitig da sind. Ja. Und was ich, die Punkte, die ich jetzt in dieser Sinuswelle auftrage, ist definitiv ja bloß in nur Blickwinkel. Genau. Innerhalb des Kreises aus dem Zentrum heraus. So ist. Ja. Jetzt werden wir da schon ein bisschen präziser. Aber das ist Intellekt, darum sage ich immer wieder, was so wichtig ist, dass du mal, machen wir uns ständig bewusst, was wir selbst sind. Und die Bilder, das ist der einzige Trick, wenn das installiert ist. Jetzt, wir haben gestern einen Film angeschaut. Ja. Seit langem wieder mal, weil Jan und Ariane haben mitgebracht. Aha. Und so. Videos mitgebracht. Wir haben einen 3D-Film wieder angeschaut, was jedes Mal, muss ich sagen, es flasht mich dermaßen weg. Wo der Jan ja spielt jetzt mit der Farbe, wo er sagt, das ist diese metaphysische Dimension, wenn du da manche Spiele dir anschaust, die jetzt, wenn man jetzt vor allem weiß, rein technisch ist es möglich, dass du Farbe, die wirklich in HD-Qualität auflösen, fotorealistisch sind, dann schaust du aus die Augen raus. Du verlierst binnen schon bei der normalen Farbe sofort das Gefühl, weil du keinen Fokus mehr auf dieses nicht ganz echte Bild hast. Ja, bei den jetzt käuflichen, bezahlbaren VR-Brillen. Rein technisch ist es möglich, dass du ein absolut, wie bei euren Fernseher, auf der VR-Brille ein absolut gestochen scharfes Bild hast und dann ist, wenn du das Gefühl von der Brille, der VR-Brille jetzt verlierst, du denkst ja auch nicht an deine Brille, wenn du nochmal magst, die löst sich ja sofort auf beim Lösen. Löst dich diese VR-Brille, der Druck auf dem Gesicht auf und dann schaust du in eine Welt außerhalb von dir. Und jetzt kommt die Computermetapher, ist unendlich wichtig, auf der ich rumreite. Drum sind denn jetzt in deiner Welt Computer. Ob du die geistige Reife schon hast, das zu registrieren, was dir das sagen soll, oder noch in einer Spielphase bist bei jungen Leuten, denen bloß geht, die Spiele zu spielen. Es ist ja alles, was in dir auftaucht, sagt dir was. Es ist was für dich eine Information. Ja. Und da ist es also, was mich da wegflasht, was eigentlich technisch auch keine Erklärung gibt. Bei mir jetzt mit meinem alten Fernseher, wie ich den gekauft habe, ich wollte ja gar kein 3D. Da war eine gewisse Phase, wo fast jeder Fernseher 3D mit drin hatte. Der hatte nicht einmal 4K, mittlerweile gibt es ja nur noch 4K, die sind jetzt wesentlich angeblich noch besser. Ich kann es aber nicht nachvollziehen, muss ich sagen, jetzt selbst bei meiner alten Kiste, du weißt, wie mein Bild ist. Aber was passiert mit dieser 3D-CD, mit dieser DVD? Das ist dermaßen unglaublich in meinem Fernseher. Ich habe euch das schon gesagt, dass selbst jetzt bei der Bildgröße, wo ich habe, dass der Abstand, wenn wir uns jetzt meinetwegen in Weißenburg auf der Parkbank setzen und die Leute gehen vorbei und du konzentrierst dich jetzt einmal auf deiner VR-Brille, wie groß sind die eigentlich, wenn die jetzt 10 oder 15 Meter weg sind? Ja. Wenn du jetzt sitzt, du schaust zwar in einen Rahmen rein, immer noch, das ist ja beim IMAX, haben wir darum die große Leinwand, dass ich das aufzoome, dass hier in meinem Sichtabstand die, so wie die jetzt in der Größe haben, absolute Originalgröße haben wie in der Wirklichkeit. Du schaust da durch diesen viereckigen Kasten und wenn da einer 10 Meter von mir weg ist und ich denke mir jetzt auf meiner Augenfarbe, wie groß sehe ich den eigentlich und ich schaue bei mir einen 3D-Film an und ich habe das Gefühl, der ist genauso weit weg, hat er die Originalgröße, was jetzt bei eurem Fernseher mit demselben Abstand wäre, das unnatürlich, wenn die Köpfe viel zu groß. Ja. Du weißt, was ich meine. Genau. Das ist ja schon, wenn du dir jetzt vorstellst, wir sitzen bei dir im Wohnzimmer und ich sitze dir 3 Meter gegenüber. Ja. Dann denk dir mal, wie groß ist der Kopf eigentlich, den du jetzt auf der VR-Brille hast. Da habe ich natürlich den Rahmen drumherum, aber es ist genau, wenn du an der gefühlsmäßig 5 Meter weg ist und da wird jetzt ein Mensch hinter den Rahmen, dass ich einen Rahmen hinhalte. Ja. Verstehst du? Ein Guckloch und der wäre jetzt 5 Meter von mir weg. Innerhalb dieses Gucklocks, wo ich anschaue, und ich schaue durch das Guckloch, da hat er die Originalgröße, das ist das eine. Und das andere ist, das Bild ist wirklich nahezu materialisiert echt. Das ist so faszinierend, obwohl das eigentlich gar nicht gehen dürfte. Ja. Und ich bin selber, ich mache das ja so selten, wenn die mal kommen, so einmal im Jahr bringe ich 3D mit, ich könnte mir an ihm stellen. Es ist unwichtig, es ist rein dieses Phänomen, wie gnadenlos echt das ist. Ich habe natürlich die Farben perfekt eingestellt
Und das ist so gestochen scharf. Und wir hatten wieder gestern wir haben den Aladdin angeschaut. Da Aha. gibt es die Realverfilmung, habt ihr den schon gesehen? Nein. Das ist relativ neu, die Realverfilmung hier von dem Musical, die singen auch auf Deutsch mit dem Will Smith. Und die Prinzessin ist so traumhaft schön und die hat also hier, das ist ähnlich wie Alice hinter den Spiegeln, habe ich euch doch erzählt. Genau. Und Ja. diese Prinzessin mit ihren Roben, wo sie hat, die Perlen, wenn das ist, das willst du anfassen, das ist so gestochen scharf, du meinst, die steht wirklich da. Toll, ja. Und das verblüfft dich dann und jetzt merkst du, jetzt rein mit den 3D mit der Brille. Wenn du Ja. jetzt, weil wir ja noch durch den Guckkasten schauen und der Rest ist, dass also wenn du jetzt wirklich eine HD-3D-Brille aufhättest, würdest du dich in dem Raum befinden, wie wer vor dir. Ja. Das ist alles technisch möglich, aber was ich euch jetzt eigentlich sagen wollte, erzählen wollte, ist, diese extreme Hartnäckigkeit dann, weil natürlich viele Tricks sind, wenn die zaubern und so, dass du permanent ein Erklärungsmodell hast, wie die das gemacht haben, wenn du Genau. jetzt das auf dem Programm hast. Und das Ja. ist ein Jahr dann auffallend, wie hartnäckig das ist, dass du permanent das, was jetzt in dir auftaucht, was jetzt im Moment entsteht, dass wenn du in dich reinschaust, das ist dir nicht bewusst. Ja. Darum sage ich immer, du musst in dich reinschauen, was dein Zweiter im Hintergrund macht, auch wenn das nicht existiert. Ich sage, du kannst dir bewusst machen, was im Arbeitsspeicher ist. Genau. Und dann beginnt dieser Arbeitsspeicher und das, was da drin ist, dein Interpretationswerte oder Erklärungssystem für irgendwelche Phänomene. Das hast du ja permanent im Arbeitsspeicher, sonst könnte es ja nicht auftauchen. Ja. Das ist immer wieder, wenn ich sage, schau zu Tüttlinge hin, die war jetzt nicht da. Und jetzt schau in dich rein, ob was du im tiefsten Innern noch glaubst. Das ist einmal das erste Mal, und du wirst feststellen, in deinem Alltagsbewusstsein ist das Zeug noch da außen. Ja. Es löst sich auf. Und jetzt im Weißenbuch-Vortrag habe ich doch ganz so schöne Beispiele gebracht, wo ich sage, ein Bild ist ein Bild. Und wenn Ja. du träumst, entsteht das Bild durch die Zerstörung des bestehenden Bildes. Die Genau. Nebel, die sich umformt. Ja. Das ist auch beobachtbar. Wir reden hier von hundertprozentig sicher beobachtbaren, wahrnehmbaren Fakten. Sobald du das Bewusstsein hast, deinen Fokus auf diese Phänomene in dir selber zu richten. Und du wirst Zurecht. jetzt dann merken, das übersteigt diese klassische Zen-Meditation, wenn die sich hinsetzen und meditieren und ihre Gedanken beobachten. Das kann man auch alles machen. Das würde ich aber nicht weiterbringen. Dann kommst du in den Wahn, dass du sagst, ich will nicht mehr reinkarnieren, ich will ja kein neues Leben mehr leben, dass ich in Frieden komme, in die Ruhe komme. Du bist die Ruhe, du kannst nicht irgendwo hinkommen, wo du schon die ganze Zeit bist. Ja, Ja. Die Hektik ist ja nur, weil du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, Das den du ist versuchst, dann möglichst lang am Leben zu erhalten, obwohl das, was du zu sein glaubst, dieser Körper sich hundertprozentig sicher immer auflöst, wenn du nicht mehr an ihn denkst. Was an so. dir selbst, an der 200 Gramm rote Gede überhaupt nichts verändert. Oder an der Energie in den Physikbüchern, die sich ständig umformt. Das sind genauso heilige Schriften, man muss sie bloß richtig erklären. Ja, dafür ist. Danke, Und wenn man danke. die Reife hat, dann kriegt man das irgendwann einmal mit. Ja. Aber das ist die Hartnäckigkeit. Und dann kommst du in eine Phase, wo du den Fokus verlegst, wie du ständig dir was erklärst, wie was entsteht, wie was gemacht wurde. Das ist ja halt das Problem der 4 Stufen der Vergessenheit. Dieses Das ist Weitdenken. weit im klassischen Alltag beim Kochen, wenn man was macht, wenn man das Auto wieder kaputt geht. Und ich habe ja das Problem jetzt mit dem Computer, mit dem Linux, durch den Treiber. Wir haben jetzt zwar, das ist dann super gelaufen, aber ich habe kein HD-Bild. Das war eigentlich wie ein normales Fernsehbild. Weil meine Grafikkarte sich nicht eingeschaltet hat. Das haben wir dann relativ schnell in den Griff gekriegt, dass die Grafikkarte, jetzt habe ich mein normales Bild, wie ich es hatte, und dann zeigt er beim Einschalten immer an, dass die Treiberbeschleunigung, Unterstützung, wo ich drauf habe, dass er die nicht findet und dass er das praktisch auf dem Hauptprozessor macht. Das Ja. ist von Funktion her, läuft das Ding so wie früher, aber tendenziell ist es in manchen Fällen, dass mein Gebläse lauter läuft. Meine Prozessorauslastung war vorher so bei 5 bis 10%, wenn ich einen HD-Film angeschaut habe und jetzt rauscht halt er 40% hoch. Und dadurch ist das Gebläse lauter, das total tot war. Und jetzt kommt dasselbe Problem wieder. Ich habe ständig, wie mit dem Zwitschern, ich habe ständig, weil ich das suche, es ist was da und ich habe jetzt den Fokus, wenn ich einmal das Zwitschern höre, dann ist das Zwitschern da, bis ich dann wieder so gedanklich abgelenkt werde, dass das komplett weg ist. Ich erinnere an den Fliegenstahl-Vortrag noch, da war irgendwo der Huber aufgenommen hat. Und da Genau. mache ich dann wie in Eimina vor 20 Jahren,
wo ich da sitze im Garten und dann schnippe ich in den Fingern, jetzt mache ich ein Wunder und dann wartet natürlich jeder wie mit der Brille oder was, ich schnippe und sage, jetzt zwitschern Vögel. Und dann zwitschert es um mich herum ohne Ende. Und ich muss jetzt, normal, wenn ich zurückblätter als Udo, wie ich das anschaue, ich höre mir ja alle Sachen, wo hier reingestellt werden, nochmal an. Ja. Habe ich selber zurückspult das Stück, weil es war kein Zwitschern, während ich sehr aufmerksam zugehört habe, was der Udo alles sagt. Ich überprüfe ja, was ich sage, was ich besser machen kann. Dann meine vielen bewussten Versprecher, wo ihr meistens gar nicht mitkriegt. In die letzten, jetzt in die Selbstgespräche hier mit dem Heiko, sage ich immer wieder mit informiert, wenn du dich informierst. Du informierst dich jeden Moment neu. Ja, genau. Das ist das Spiel. Auch wenn ich dann im Fränkischen, wenn dann so Aussetzer drin sind, wirst du merken, dass ich sage immer bloß wie bei Luther. Ja. Dass das nicht falsch ist. Du darfst nicht immer da bloß ausgehen, dass deine Logik und deine Rechtschreib- oder deine Sprachlogik die einzig richtige ist. Das ist es, ja. Das ist dieselbe Vielfalt. Du definierst, was gut ist, was richtig ist. Kategorie 1 und Kategorie 2 wirst du immer mehr rausstreichen. Und die Kategorie 3 wird, ist immer beantwortet. Da gehe ich nicht nochmal drauf ein. Genau. Das war unser Thema. So ist es. Ja. Ja, und du wirst merken, hier die Computer, die Mech-Chef, die Rechnungsführer, da ist jeder anders. Mit die zwei jetzt, wir haben das doppelt gemacht, bei den zwei alten Laptops, das sind ja alte Maschinen. Und was bei der Marion super gelaufen ist auf Anhieb, hat bei mir Probleme gemacht. Immer so Grafik, muss man alles aber anpassen. Aber es ist jetzt schön schlank und schnell. Aha. Also schnell war der Andrea, mein Windows 7 ist ja hundertprozentig gelaufen. Ich muss natürlich was opfern. Das ist jetzt mein Outlook, meine ganzen Outlook-Daten sind weg, was ich da alte Briefe oder Rechnungen hatte, die habe ich vorher, der ist dann nochmal abgestürzt und habe gesagt, scheiß drauf. Ja. Selbst jetzt mein Office, wo ich ja die ganzen Offenbarungen, diese zigtausende von Seiten geschrieben habe und die Updates. Ja. Es geht mir nicht um die Daten. Das ist eh wurscht. Ich habe ja noch nie was abgespeichert, schon seit 25, 20 Jahre müsste ich überhaupt nicht. Die Schriften sind eh im Internet. Ja. Und die sind schon wieder weg, wenn sich keiner mehr ausdenkt. Die waren schon da, bevor ich sie geschrieben habe, könnte ich jetzt wieder sagen. Genau. Das ist immer so das Bröselleben. Ja. Das Loslassen. Und darum hat mich das überhaupt nicht gejuckt. Ja. Das ist immer, du musst was opfern. Und ich erwähne nochmal die Sache mit dem Haar. Die Schwierigkeit ist, wenn du ein Haar drauf hast und ich versuche dir ein A, ein U und ein S zu geben. Das ist für das Haar nicht existent, diese Buchstaben. Ja. Dann bringst du das in das Haar nicht rein, weil das ja keine Teile aus dem Haar sind, sondern parallel zu Haar existierende Teile. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt sage, ich habe einen Computer, der Heiko hat ja auf seinem Computer mehrere Betriebssysteme gleichzeitig auf verschiedenen Partitionen und er kann jetzt sagen, ich starte mit Linux, ich starte mit Windows 7, ich starte mit Windows 10. Der hat die alle installiert und kann beim Start auswählen, welches er verwenden will. Da probiert er viel rum. Und genauso ist es jetzt, dass das Betriebssystem ist jetzt das Haar. Und wenn du nur das Haar laufen hast und ich sage jetzt A, U und S in andere Betriebssysteme, kannst du die überhaupt nicht, die blockt ja total ab. Und um das zu machen, musst du den Computer zuerst einmal platt machen. Genau. Du musst mir das Haar zurückgeben und dann kann ich die parallel aufspielen. Genau. Und dann kannst du wählen, was für ein Betriebssystem du laufen lassen willst. Das ist diese Erweiterung, dass das Haar zu einem Wort wird. Das ist ein größerer Komplex. Obwohl ich dann immer wieder sage, das verändert an der Haarstruktur, an dem Betriebssystem überhaupt nichts. Gar nichts, ja. Wir machen bloß vollkommen neue Möglichkeiten, die aus dem Haar heraus gesehen gar nicht existieren können, weil die Logik komplett anders funktioniert. Ja. Und das ist jetzt diese Computermetapher, wenn man dann tiefer geht. Aber das ist immer Reife, darum sage ich, das muss dich nicht, du schaust, ob es dich interessiert. Ja. Bringe ich immer gern mal einen Bezi hier, der über Jahre zwar hier rumbröselt, aber den es einfach, ihm war es zu mühevoll, sich mit der Vatersprache auseinanderzusetzen. Ja. Schau mal das Wunder, Toni, wo du die Phase hattest, wo du von morgens bis abends über Monate gesessen bist und bloß dieses hebräische Wurzelwörterbuch zerlegt hast ins Kleinste. Wie viele Wunder da in dir aufgegangen sind, das ist der Lernprozess, wo man hier definitiv sagt, es muss in dir passieren. Das ist wie die Pubertät. Ja. Ihr wisst hier, mein Holo-Feeling für Neugierige, wo ich sage, Erleuchtung, die klassische Erleuchtung ist wie, wenn du die in dem menschlichen Leben die Pubertät erreichst. Es gibt eine komplette Verwandlung deiner Interessen.
Es gibt aber keine Technik, keine Meditationstechnik, wenn du 7 bist, die dich da zeitlich chronologisch schneller hinbringt. Das passiert ja sowieso jetzt. Das ist es. Du kannst dich da nicht hinmeditieren oder irgendwelche Zauberformen nehmen und du kannst es auch nicht aufhalten, wenn du es nicht haben willst. Und genauso ist es hier, wenn das auf dem Plan steht. Wenn du soweit bist, dann ist es soweit. Dann wirst du merken, dass Sachen, die dich bisher brennend interessiert haben, wie mit der Pubertät, die Spielsachen und das Zeug, wird vollkommen uninteressant und alles, was dich überhaupt nicht interessiert hat, wird dich plötzlich zu interessieren anfangen. Genau Und so dann ist mischt es. sich natürlich das Ego schon wieder ein, weil sich das immer größer machen will. Warum ist das bei mir noch nicht? Ja. Na, wirklich wahr. Und In dann mir ist liegt die das. Wiederholung, für den, den es interessiert, ist die Wiederholung wichtig. Und ihr Ja. merkt jetzt gerade bei euch, ich habe so oft gesagt, die, die es nicht nötig hätten, sind natürlich immer die ausgedachten Figuren. Ich meine den Geist, der mit diesen Programmen arbeitet. Die schauen sich fast jedes Selbstgespräch von mir 2-, 3-mal an. Mindestens. Und die, die es nötig hätten, die sagen, ja, der erzählt ja schon wieder dasselbe. Na. Das mache ich eben nicht. Ich erzähle das und baue immer noch ein kleines Schüppchen dazu, wo in denen, der eine gewisse Reife hat, immer wieder neue Heurikas auslösen. Genau so ist es. Ja. Wunderbar. Ja. In mir ist jetzt die Neo-Apokalypse des JHWH aufgetaucht. Ein Werk. Eine kleine Schrift, eine kleine Schrift, aber Ein das Wunderwerk. geht jedem so. Ich mache immer gern die Diana, weil die so vor die Socken ist, die hat so Phasen, die sagt, egal was, da ist jeder Satz, umso mehr du die Sprache verstehst, die sagt, jeder Absatz ist in sich so kompakt, wenn du in die Tiefe gehst, das kann man nicht besser machen. Und ich sage, mit einem Lächeln, das ist göttlich. Göttlich. Das Aber ist nur göttlich. für einen, der sehen kann. Genau. So wie Und ich das. Gedanken von uns können nicht sehen. Es ist für Geist gemacht, nicht für existierende Menschen. Obwohl die Menschen, die ich jetzt anspreche, ja im Hintergrund einen Geist haben. Das heißt, der jetzt vom Computer sitzt, ist nicht. Du bist nicht der, der vom Computer sitzt. Du bist Genau, der ja. Geist von dem, der du zu sein glaubst. Und damit bist du der Geist für alles, was du dir ausdenkst. Du bist jetzt auch der Geist für den Udo und der Geist für den Toni, für die Helene, für den, der Computer sitzt, weil das alles Informationen sind, die nur existieren, wenn du sie denkst. Aber du bist immer. In dem Satz ist alles drin, Helene. Alles. Und wenn ich jetzt die Helene anspreche, meine ich den Geist, der die Maske, die Persona, Helene trägt. Darum ist ja das Person, ist ja zuerst einmal Maske, aber das lateinische Wort Persona kommt ja auch von Personare hindurchtönen. Ich spreche auch durch die Maske des Udos. Aber nicht die Maske spricht, sondern der Geist hinter der Maske. Jetzt haben wir natürlich nochmal Schichten, weil da Intellekt und so weiter ist. Aber die Sprache ist ein Wunderwerk, ein heiliges Wunderwerk ohne Ende. So ist es. Ja. Okay, ich muss euch jetzt leider abwürgen, weil ich glaube, meine 2 Brösel sind langsam am Wachwerden. Jan und Ariane sind langsam am Wachwerden. Ganz liebe Ja. Grüße und Bussi. Nur Skype nochmal, ne? Ja, Auf jeden Fall. danke, danke. Ciao. Papa, Bussi. Bussi, Bussi, die Marion. Ja. Mach ich. Danke.